Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Darian und in diesem Video möchte ich genau einer Frage nachgehen. Lohnt sich die dunkle Bruderschaft? Die dunkle Bruderschaft, oder wie es gerne offiziell genannt wird, Dark Brotherhood, ist der neueste DLC für The Elder Scrolls Online, der in Kürze erscheinen wird. Auch hier geht es wie in den alten beiden DLCs, zum Beispiel in Orsinium oder auch der Diebesgilde, in ein neues Gebiet, die Goldküste. Und dort treibt die namensgebende dunkle Bruderschaft ihr Unwesen und sucht gerade nach neuen Rekruten. Passenderweise hat der Spieler gerade ein wenig Zeit und daher wird er angeheuert und darf sich dann selbst in der Gilde von Mördern und Assassinen verdingen. Neben einer Questreihe gibt es auch noch diverse weitere Sachen, die in diesem DLC enthalten sind, darunter unter anderem eine passive Fertigkeitslinie, wiederholbare Aktivitäten, Weltbosse, Dungeons und. Und auf diese Dinge möchte ich jetzt einmal in Kürze eingehen und euch erklären, ob es sich lohnt, die dunkle Bruderschaft sich zu holen oder ob man davon vielleicht lieber die Finger lassen sollte. Sie könnten abgeschnitten werden. Ich muss allerdings vorher noch einen kleinen Disclaimer loswerden, denn ich habe bei weitem nicht so viel von der Dark Brotherhood gespielt, wie ich es gerne gehabt hätte, zum einen aus Zeitmangel, zum anderen aber auch, weil mein Charakter irgendwann aus Versehen oder keine Ahnung warum gelöscht wurde und ich dementsprechend deutlich weniger Zeit hatte, dann weiterzumachen. Ich denke allerdings, die paar Stunden, die ich da gespielt habe, auch wieder so ungefähr 6, dürften reichen, um einen ersten Eindruck von dem DLC zu geben. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Angefangen natürlich mit dem wichtigsten überhaupt, der neuen Questreihe bzw. der Darstellung der Bruderschaft überhaupt. Die Dunkle Bruderschaft ist ja einer der Fan-Favorites aus den Singleplayer-Spielen. Gerade in der Oblivion-Reihe, gerade in dem Oblivion-Teil, hatte sie mir hervorragend gefallen und war für mich der erfrischendste Faktor in dem Spiel. Allerdings war sie auch in Skyrim nicht gerade die schlechteste Inkarnation und auch in der Dunklen Bruderschaft, dem DLC zu Teso, muss ich sagen, ist die Umsetzung wirklich gelungen. Alleine schon, wenn man in die Geheimbasis, um sie mal ganz plakativ zu benennen, der Dunklen Bruderschaft geht, man fühlt sich schon irgendwie in die ganze Atmosphäre der Singleplayer-Spiele zurückversetzt. Alles ist sehr düster, alles ist sehr stimmungsvoll, die Charaktere sind sehr interessant geschrieben und mein Favorit ist eindeutig die kleine Werwölfin, die ich möchte gar nicht zu sagen, wo man sie als erstes trifft und naja, alle der Charaktere haben auch noch irgendwo ihre eigene kleine Story-Geschichte oder kleine, okay, du blöckert, eigene kleine Storyline, um sie noch mal ein bisschen weiter zu vertiefen. Und das, muss ich schon sagen, ist ein wirklicher Pluspunkt von diesem DLC. Die Quests sind auch hier wieder hervorragend gelungen und die Geschichten sind auf dem Standard, wie auch schon im Grundspiel und den beiden neuen DLCs, die storylastig waren. Das Gebiet an sich, die Goldküste inklusive der beiden Städte Anvil und Quatscht, ist leider, wie auch schon bei dem letzten DLC, relativ klein geraten. Man hat relativ wenig zu tun außerhalb der Hauptstory. Es gibt wenig Nebenmissionen, es gibt wenig zu entdecken an Sehenswürdigkeiten. Das ist ein wenig schade, denn gerade das Entdecken ist halt einer der Hauptaspekte in Teso und da würde ich mir doch wünschen, ein paar größere Sachen reinzubauen, gerade wenn man Aussichtspunkte reinbaut, die können nicht so viel aufwendiger sein, dass man sie nicht noch reinpacken könnte in so einen DLC. Allerdings muss man da auch wieder gegenrechnen, die Kosten sind wieder auch nicht sonderlich hoch. Sie liegen bei 2000 Kronen für die normale Version, was in etwa 14 Euro entspricht und damit genau dem Preis der Diebesgilde, dem vorherigen DLC. Ja, dazu bekommt man dann unter anderem auch eine passive Fertigkeitslinie, die ich persönlich zwar ganz nett finde, aber man hätte sie nicht wirklich gebraucht. Es gibt halt immer noch den Konflikt, was kann man reinpacken? Aktive Fähigkeiten nur in einem DLC ist halt schlecht für alle, die den DLC nicht kaufen. Ja, dafür hat man auch hier keine Lösung gefunden. Eigentlich schade, aber man arbeitet wahrscheinlich dran und irgendwann wird man eine finden. Dafür hat man andere Dinge eingeführt, wie beispielsweise Gifte. Und Gifte sind eine Sache, die ich persönlich, obwohl ich Crafting überhaupt nicht leiden kann, als eine sehr positive Entwicklung in diesem Spiel empfinde. Gifte sind etwas, was man craften kann, die gehören zur Alchemie dazu und werden auch ähnlich wie Tränke hergestellt, lediglich, dass man statt Wasser Öle verwendet. Und dann kann man sie in einen neu geschaffenen Slot legen, der neben seinen Waffen im Inventar liegt, beziehungsweise im Charakterbogen liegt, genau zu sein, und hat dann eben statt der normalen Waffenverzauberungseffekte die Effekte des Gifts, bis es aufgebraucht ist. Ziemlich nette Sache, weil bei den Giften sehr viele verschiedene Effekte dabei sind.
Und die sind eine sehr nette Ergänzung im Kampfsystem, gerade wenn man Waffen hat, die eigentlich ziemlich gut sind, wo man aber nicht hundertprozentig zufrieden ist mit dem Verzauberungseffekt. Daher kann man das mit den Giften noch ein bisschen weiter individualisieren und das ist eine sehr nette Sache, die auch hier sehr gelungen umgesetzt wurde. Allerdings hier direkt der Aufruf, wenn ihr irgendwelche Gifte habt und hergestellt habt, dann schickt sie gerne an mich in-game. Denn ich werde es definitiv nicht selbst herstellen. Allerdings kann man es auch im Kronenshop kaufen, wo ich persönlich ein kleines Problem mit habe, denn Kronenshop ist der Echtgeldshop, für alle, die es nicht wissen. Und dass man sich eben ziemlich gute Gifte dafür echtes Geld kaufen kann, finde ich ein wenig unglücklich gelöst, gerade jetzt, da es neu eingeführt wurde. Hätte man besser entscheiden können. Was nicht im Kronenshop erhältlich ist, sondern einfach so freigeschaltet wird, sind dagegen die neuen Persönlichkeiten, die hiermit eingeführt werden. Und beispielhaft hatten wir hier die Assassinen-Persönlichkeit. Dadurch kann man seinen Charakter noch weiter individualisieren, und zwar nicht, was seine Fähigkeiten oder irgendwas in der Richtung angeht, sondern was seine wirklich Persönlichkeit tatsächlich angeht. Das heißt, wenn man diese Assassinen-Persönlichkeit aktiviert in seiner Sammlung, dann verändert sich die Haltung des Charakters, er läuft anders, er hat dann so einen Dolch dabei, den er immer schön halb versteckt hinter dem Rücken hat, damit die Leute möglichst nicht so viel Aufmerksamkeit auf den Dolch lenken. Ziemlich cool gemacht, seinen Charakter dadurch individualisieren zu können. Und ich bleib dabei, alles, was Individualisierung in irgendwelchen Spielen bringt für Charaktere, dass man sich selbst besser daran einleben kann, ist eine sehr, sehr gute Ergänzung. Und eine ebenfalls sehr gute Ergänzung, zumindest, ja doch, sagen wir grundsätzlich, ist eine positive Ergänzung, und zwar die wiederholbaren Aktivitäten, die es auch schon mit der Diebesgilde gab. Bei der Diebesgilde gab es ähnliche Sachen und mit der Dunklen Bruderschaft hat man die Systeme, die dort neu eingeführt wurden, genommen und hat weitere da hinzugefügt. Weniger neue Mechaniken drumherum, aber neue Inhalte dazu, was sicherlich ganz gut tut. Vor allen Dingen, also im Endeffekt geht es darum, bei den meisten Sachen, dass man ein Ziel bekommt innerhalb von ganz Tamriel und da muss man dann eben zum Beispiel eine Person töten oder man muss eine bestimmte Anzahl an Personen töten. Dazu bekommt man die Leidensklinge, einer der passiven Fähigkeiten, wo man einfach nur auf eine Taste drücken muss, in dem Fall X ist es standardmäßig, um eine Art Synergieeffekt auszulösen und nimmt dann eben einen Instant Kill vor an seinem Ziel. Ist auch unbedingt notwendig, um diese ganzen Kontrakte und Sakramente und auch die Litaneien zu erledigen. Allerdings ist es halt mehr vom selben, muss man auch dazu sagen. Die sind nett gemacht, allerdings gefallen mir gerade die, wo man halt kreuz und quer durch Tamriel reist, nicht unbedingt so gut. Dagegen möchte ich die schwarzen Sakramente unbedingt hervorheben. Schwarze Sakramente sind etwas, was essentiell mit der Dunklen Bruderschaft in Verbindung gebracht wird, schon immer, wo sich Leute eines Rituals unterziehen können, beziehungsweise ein Ritual durchführen können und dann eben die Dunkle Bruderschaft auf einen anderen Menschen, Khajiit, Agonia, was auch immer, hetzen, damit dieser umgebracht wird. Das gibt es jetzt auch in Teso und hier läuft das so ab, dass man eben im Endeffekt eine wiederholbare Quest bekommt, eben das schwarze Sakrament, und wird dann in einen instanzierten Bereich teleportiert. Das läuft ähnlich schon wie bei den Heist-Missionen in der Diebesgilde. Man muss dann unentdeckt, möglichst unentdeckt, durch die Gänge schleichen, muss ganz stark aufpassen, nicht entdeckt zu werden. Hat allerdings auch noch gewisse Bonusaufgaben dazu, so dass man 5-mal zum Beispiel entdeckt werden darf und erst dann scheitert es bei dieser Bonusaufgabe. Aber ansonsten kann man sich auch wahrscheinlich komplett durchmetzeln, ist wahrscheinlich auch möglich, und dadurch sein Ziel erreichen. Hauptsache, es bleibt keiner am Leben, der davon berichten könnte. Naja, oder er sieht einen keiner, je nachdem. Aufgabe ist hauptsächlich, ein Ziel zu erledigen, aber wie eben schon bei den Bonusmissionen erwähnt, nicht entdeckt zu werden oder ihn auf eine bestimmte Art und Weise zu töten, teilweise aber auch ein zweites Ziel auch noch mit zu erledigen. Gibt eben diverse Sachen und als letzte Aufgabe kommt man eigentlich immer noch innerhalb eines gewissen Zeitfensters, meist 1,5 Minuten, nach dem Erledigen des Ziels auch noch wieder aus dem instanzierten Bereich zu verschwinden, weil sonst kommt der Aufseher und schlägt Alarm. Ist nicht gut für jemanden, der in den Schatten arbeitet. Diese schwarzen Sakramente sind für mich der beste Punkt in diesem DLC und ich kann gar nicht oft genug betonen, allein schon bei den Heist-Missionen in der Diebesgilde habe ich sie ohne Ende gelobt, weil ich diese neue Mechanik mit dem Schleichen und so weiter sehr interessant finde, aber auch hier mit der Ergänzung, dass man eben mehr Möglichkeiten hat, mehr verschiedene Quests hat und vor allen Dingen auch einen wirklich knackigen Schwierigkeitsgrad dabei hat, sind die schwarzen Sakramente eine sehr schöne Ergänzung des ganzen Systems und tun dem Spiel wirklich sehr gut und es macht Spaß, sie jeden Tag machen zu dürfen. Leider ist das auch die eine kleine Einschränkung dabei, der kleine Wermutstropfen, man darf sie nur einmal am Tag erledigen. Schade eigentlich. Aber ich hatte eben schon eine Sache erwähnt, auf die ich auch noch unbedingt eingehen möchte, die ich nämlich auch als sehr positiv herausstellen möchte, und zwar die passive Fähigkeit mit der Leidensklinge.
Sie führt nämlich nicht nur einen Instant Kill ein ins Spiel, nein, sie führt auch noch gleich Kill Cams ein. In Skyrim gab es sie ja schon, wenn man sie nicht deaktiviert hat aus irgendeinem Grund, und haben schon sehr, sehr viel Stimmung mit reingebracht, wenn man auf diverse verschiedene Arten seinen Opfern das Leben entzogen hat. Und diese haben jetzt auch Einzug in Tamriel in Teso gehalten. Das heißt, egal was ihr macht, wenn ihr mit der Leidensklinge tötet, es gibt verschiedene, wahrscheinlich nach Abständen zu dem jeweiligen Opfer, verschiedene Animationen, die dann abgespielt werden, und diese Sache finde ich einfach klasse. Also ganz ehrlich, es macht sehr viel mehr Spaß, dann seine Ziele zu erledigen, als wenn man einfach nur auf eine Taste drückt und dann ist er tot. Nein, man hat eine richtig coole Animation dabei. Es macht sehr viel Spaß, Leute umzubringen und zu meucheln. Hatte ich nie gedacht vorher. Aber naja, gut. Auch in diesem DLC wird man also wieder dazu gezwungen, einen verbrecherischen Charakter zu spielen. Könnte den ein oder anderen Rollenspieler vielleicht stören. Ansonsten kann ich den DLC absolut empfehlen, denn obwohl ich weniger davon gespielt habe, ist das vielleicht sogar mein Lieblings-DLC bisher, weil er gerade mit der Dunklen Bruderschaft eben eine sehr düstere Organisation dabei hat, die einfach sehr angenehm zu spielen ist. Man hat diese düstere, grimmige Atmosphäre dabei, man hat die sehr interessanten, ich möchte da jetzt nicht spoilern, das ist gerade ein bisschen schwierig, sehr interessanten Geschichten um die einzelnen Charaktere, auch in denen ist es alles andere als heiter und, naja, schön. Finde ich sehr interessant, solche Charaktere zu sehen, und es tut dem Spiel gut, auch mal diese düstere Richtung einzuschlagen. Und ich habe die Hoffnung, dass man, gerade jetzt, wo man gesehen hat, dass es die Heist-Mission und auch die schwarzen Sakramente gab, dass man da vielleicht in Zukunft einfach weiteren Content nachschieben kann in diese Bereiche, weil ich finde, sie sind eine wirklich sehr gute Bereicherung des Spiels. Und auch bei den Killcam-Animationen der Leidensklinge kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man einfach zwischendurch mal welche implementiert bekommt. Also hier, falls mal irgendjemand von seinem Max hier zuhören möchte. Einfach irgendwelche Animationen einfügen, ohne es den Spielern mitzuteilen. Dann ist nämlich der Überraschungseffekt sehr viel größer, wenn dann plötzlich eine davon entdeckt wird. Fände ich als Spieler zumindest sehr interessant. Aber insgesamt kann ich sagen, ich kann den DLC nur wärmstens empfehlen. Ich habe schon die Diebesgilde wirklich sehr empfohlen, aber die Dunkle Bruderschaft legt nochmal eine Schippe drauf. Und ich finde, das ist der bisher beste DLC, den The Elder Scrolls Online gesehen hat. Und ich denke, es wird sehr schwer für die nächsten DLCs an diese Klasse heranzukommen. Housing ist im Gespräch, Dungeons und Wardenfell sind ja im Gespräch. Mal schauen, ob die die Klasse halten können. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Die Dunkle Bruderschaft ist auf jeden Fall absolut empfehlenswert. Das habe ich noch nicht oft genug betont, offensichtlich in diesem Video. Und sie lohnt sich auf jeden Fall, um die Ausgangsfrage zu beantworten. Damit auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.